Ich habe ein paar neue Produkte bestellt bei Glossier. Ich habe schon so meine Pläne für meinen Master. Ich bin halt mega der Schisser. Ich habe mega Angst, dass mir irgendwas passiert. Ich habe schon so geheult, weil ich habe einfach extrem Angst. Hey Friends, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte ein kleines Style-Talk so für zwischendurch machen, einfach um ein bisschen abzuwechseln. Ich teste ein paar neue Produkte, rede mit euch. Ich habe euch wie immer mal gefragt, dass ihr mir Fragen stellt. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch und dann geht's sofort los damit. Let's go mit dem Make-up und mit den Fragen. Ich habe ein paar neue Produkte bestellt bei Glossier. Das ist das erste Mal, wo ich bei ihnen bestelle. Also das sind meine ersten Produkte von ihnen. Das ist so eine amerikanische No-Make-Up-Brand. Und ich weiß nicht warum, also es haben mir schon einige auf Instagram geschrieben, wo ich das denn alles her habe, aber ich weiß nicht warum. Die liefern einfach nach Frankreich, aber irgendwie nicht in ein anderes europäisches Land. Ich habe euch nach interessanten Fragen gefragt und ja, die erste Frage war, was machst du, wenn es dir seelisch schlecht geht und du aufgeben willst? Also ich glaube, das ist auf Uni bezogen. Übrigens benutze ich das Glossier Boy Brow Gel in Blonde. Ich hoffe, das ist nicht so hell. Also das erste, was ich mache, ist einmal richtig gut heulen. Immer wenn ich mich danach fühle, heulig. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist einfach mal Abstand zur Sache zu nehmen. Also zum Beispiel, sei es jetzt in Examen, Prüfungen oder generell, wenn ich lerne oder auch so in meinem Privatleben. Ich nehme einfach Abstand zu der Sache. Sprich, nehmen wir das Beispiel Lernen. Ich komme mit irgendwas nicht klar in irgendeinem Fach und ich verstehe es nicht. Dann heule ich und dann höre ich auf, die Sache zu lernen für den Tag. Ich setze mich dann am nächsten Tag oder mehrere Stunden danach nochmal dahinter. Ich finde, es bringt gar nichts, sich so zu zwingen. Also wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Manchmal nehme ich einfach Abstand und dann macht es am nächsten Tag Klick. I don't know. Ich versuche einfach immer so mein Ziel wieder vor Augen zu rufen. Also besonders beim Studium denke ich mir nur so, es ist ein Studium. Du kannst nicht bei jeder Sache, die etwas schwerer ist, aufgeben. Alles ein bisschen in Perspektive setzen. Was wäre dein Traumberuf und in welcher Rechtsmaterie willst du dich spezialisieren? Ich weiß es noch nicht, weil ich noch nicht so viele Fächer hatte. Was ich jetzt letztes Jahr mega interessant fand, auch wenn ich da nicht so gut abgeschnitten habe, war jetzt Familienrecht. Ich finde Familienrecht richtig nice. Ich finde, das ist halt eben nicht so abstrakt. Man ist halt voll bei der Sache, man hat Beispiele. Und irgendwie könnte ich mich schon sehen, Familienrecht zu arbeiten, sei es jetzt als Anwalt oder was auch immer. Also das ist auf jeden Fall, was mich sehr interessiert. Aber sonst kann ich noch nicht genau sagen, weil dieses Jahr lerne ich ja noch so 12 andere Fächer kennen, gefühlt. Und ich glaube, das werde ich alles im dritten Jahr entscheiden. Aber ich habe schon so meine Pläne für meinen Master. In Frankreich ist es so, dass das Jurastudium auf Bachelor und Master basiert. Und danach will ich ja nach Luxemburg gehen. Dann muss ich da noch ein halbes Jahr machen, luxemburgisches Recht. Und dann irgendwann hat man dann ein Examen. Nach 2-3 Jahren macht man dann auch den Examen, für was auch immer man werden möchte. Also ich bin auch immer zwiegespalten zwischen Rechtsanwalt und Richter, weil ich auch Richter einen sehr tollen Beruf finde, auch sehr interessant. Aber ich glaube, ich muss da einfach ein bisschen mal schauen gehen, wie das so funktioniert, wie es eigentlich wirklich funktioniert, weil eigentlich habe ich nicht so einen Plan und weiß noch nicht genau, wie der Alltag so aussieht von Rechtsanwälten und so weiter. Aber eigentlich sind das meine Pläne. Ich komme nicht damit klar, gleichzeitig zu reden und Fragen zu beantworten und mich zu schminken. Ein Kosmetikprodukt, ohne das du nicht leben könntest, ist das Mascara. Und die zwei Mascaras, die ich nutze, da werde ich immer danach gefragt. Das ist die L'Oreal Lash Paradise. Das ist meine Lieblingsmascara, aber die ist gerade leer. Und sonst benutze ich die Lash Sensational von Maybelline. Ich benutze jetzt den Glossier Blush, also diesen Cloud Paint. Das ist ja, glaube ich, eins der berühmtesten Produkte von denen. In der Farbe Dusk. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussehen wird. Was sind momentan deine Lebensziele, die dich voranbringen? Also karrieretechnisch, Studium machen, also das ist schon eine große Challenge. Manchmal frage ich mich, also ohne Witz, manchmal frage ich mich, warum gehe ich diesen ganzen Pain vom Studium durch? Aber dann bin ich so, ich möchte irgendwann arbeiten. Das, was ich arbeiten möchte, ein Studium für. Also ich manchmal muss ich mich daran erinnern, dass Studieren oft wichtig ist. In verschiedenen Bereichen, natürlich nicht in jedem. Ich sage hier nicht, dass ihr studieren müsst. Also um Gottes Willen sind doch Leute viel erfolgreicher, die nie auf der Uni waren. Aber so generell, Jura muss man halt studieren. Irgendwie ist es total fleckig geworden. Ich habe das viel zu vorne aufgetragen. Sonst möchte ich halt weiterhin versuchen, so regelmäßig wie möglich YouTube zu machen. Also es fällt mir schon schwer. Wie ihr seht, bin ich nicht die Queen of Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit. Auch wenn ich jetzt ein Team mit mir habe. Also ich habe Hannah, die mich managt und Katja, die meine Videos schreibt. Aber auch das bedeutet nicht, dass regelmäßig Videos kommen. Und ich sehe aus wie
Rotbäckchen. Ich habe viel zu viel benutzt. Aber sonst mag ich die Farbe ganz gerne. Also Leute, bear with me. Ich gehe sowieso heute nicht mehr raus. Ich werde jetzt für das Video orangene Backen haben. Ich liebe ja eigentlich Blush, aber das wäre vielleicht ein Ticken zu viel. Ja, aber sonst lässt sich das gut verteilen. Ist auf jeden Fall sehr ergiebig. Ja, YouTube regelmäßig machen und sonst halt so viel wie möglich Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Also letztes Jahr habe ich mich in meinem ersten Semester relativ so verschlossen, weil ja, ich habe viel zu tun, aber dann die Zeit, wo ich dann nichts zu tun hatte, also beziehungsweise ich hatte immer was zu tun, aber die Zeit, wo ich mir dann so als Freizeit genommen habe, saß ich zu Hause und habe nur Serien geguckt. Und das mache ich auch noch immer super gerne, aber ich möchte mich mehr zwingen, so mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, weil es ist irgendwie wichtig und Serien kann man immer schauen. Und ich weiß, ich bin introvertiert, aber manchmal muss ich ein bisschen dagegen ankämpfen. Nicht, dass es was Schlechtes ist, introvertiert zu sein, aber ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich habe gerade diesen Hello Scope von Glossier benutzt in der Farbe Quartz. Das ist so ein Highlighter. Richtig schön. Leute, ich kann mich echt nicht ernst nehmen mit diesen roten Backen. Denkst du, diese Corona-Sache geht irgendwann vorbei? Also Leute, ich habe es ja lange nicht ernst genommen, also so im März. Also ich bin nicht wie Michael Wendler und sage, Corona existiert nicht. Aber sagen wir so, im März habe ich das so ein bisschen anders angeschätzt. So im Februar, also vor dem Lockdown, habe ich das ein bisschen anders angeschätzt. Ich war so, okay, das ist nur so eine krasse Grippe, bla bla. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie es gerade in Frankreich aussieht, aber die Zahlen schlagen Rekorde. Also es sind 30.000 Fälle. Also es ist wirklich heftig, 30.000 Fälle in 24 Stunden. Und ich glaube, die Zahlen sind höher als vor dem Lockdown. Und es ist jetzt Ausgangssperre um 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Keine Ahnung, ich sehe gerade kein Ende mehr in Sicht. Und irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr das auch? Ich gucke Serien oder so Filme und denke mir schon so, oh mein Gott, das ist das normale Leben. Warum tragen die keine Masken? Und dann bin ich so, vor einem Jahr sah die Welt noch ganz anders aus. Aber naja, momentan sehe ich da kein Ende in Sicht. Aber es muss ja irgendwann ein Ende kommen. Also bitte, ich habe wirklich keine Lust mehr darauf. Das ist wirklich nervig. Also nicht die Restrictions, sondern einfach dieser Virus. Wie ist es für dich in Paris zu leben? Fühlst du dich einsam oder hast du manchmal Angst so alleine? Also ich fühle mich nicht einsam, auch wenn die Uni jetzt online ist. Ich fühle mich halt nicht einsam, weil ich schon im zweiten Jahr bin. Das heißt, ich kenne hier schon Leute, ich kenne Franzosen. Es sind auch sehr, sehr viele Luxemburger, mit denen ich befreundet bin hier. Ich habe sogar sehr enge Freunde hier in Paris und deshalb fühle ich mich einfach so null einsam, weil ich weiß, ich kann mit Freunden lernen, ich kann mit Freunden essen gehen, ich kann mit Freunden was trinken gehen, auch wenn es nicht spät abends ist, also nicht nach 9. Wie gesagt, ich bin ein introvertierter Mensch, das heißt, ich liebe es auch alleine zu sein. Also ich habe es auch hier mehrere Tage ohne Kontakt ausgehalten. Man schreibt ja trotzdem mit Menschen. Ich telefoniere viel mit meiner Familie und deswegen fühle ich mich halt eben nicht so einsam. Ob ich Angst habe? Eigentlich hatte ich nie Angst. Natürlich bin ich ein Schisser, wenn ich abends heimgehe. Natürlich ist das jetzt auch nicht mehr der Fall. Ich bin halt mega der Schisser. Ich habe mega Angst, dass mir irgendwas passiert. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Aktenzeichen XY geschaut, aber dann sage ich mir auch so, ich bin lieber zu vorsichtig, als dass dann irgendwas passiert, weil ja, ich habe einfach extrem Angst vor Vergewaltigungen, Überfällen. Ich weiß nicht, ob Leute mit mir relaten können. Ich kenne wenige von meinen Freunden, sind so paranoid wie ich. Wie gesagt, also es geschehen jeden Tag so schlimme Sachen. Ich habe vergessen, Bronzer aufzutragen. Ich benutze noch immer den Nabla Skin Bronzing Bronzer in der Farbe Amber. Habe ich damals von Purish zugeschickt bekommen. Falls sich jemand fragt, wo man die kriegt. Aber sonst hatte ich jetzt vor kurzem ziemlich Angst. Einfach wegen meiner Nachbarin. Ich erzähle euch das für die, die mich nicht auf Instagram folgen. Aber folgt mir auf Instagram, weil da kriegt ihr sowas mit. Meine Nachbarin ist eine sehr liebe ältere Frau. Und sie hat mir irgendwann erzählt, sie hätte einen aggressiven Ex-Freund. Oder Ex-Mann, was auch immer. Und der würde versuchen, in der Nacht in ihr Apartment reinzukommen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde schon der Fakt, dass es diesen Ex-Mann vielleicht geben könnte, ziemlich beängstigend, weil ich habe keine Lust, auf den zu treffen. Weil hier ist meine Tür, hier ist ihre Tür. Und ich höre nämlich immer, wenn sie vor der Tür steht, weil das ist eine sehr alte Wohnung, also ein sehr altes Gebäude und das Holz knarzt mega. Das heißt, wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze, habe ich das Gefühl, dass meine Tür aufgeht, obwohl sie bei ihrer Tür ist. Das Ding ist aber, ich habe noch nie einen Mann gehört, wo ich auch sehr froh drüber bin. Aber die Frau macht manchmal Aktionen, die richtig weird sind. Zum Beispiel hat sie letztens so Stühle vor die Tür gemacht und so Ketten. Und sie hat mir gesagt, dass ihrem Ex-Mann
ihre Katze fast erschlagen hätte. Und das macht mir einfach mega Angst. Und die ist dann immer bei ihrer Tür und macht da irgendwas. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass das bei mir mein Apartment ist. Und ich habe schon so geheult, weil ich habe einfach extrem Angst. Aber jetzt geht's besser, weil ich habe mich schon ein bisschen an ihren Zustand gewöhnt. Weil ich glaube, die ist entweder sehr paranoid, weil wahrscheinlich irgendwas natürlich geschehen ist. Also ich möchte ihr nicht leugnen, dass sie einen schlimmen Ex-Mann hatte. Aber das Ding ist einfach, die Polizei ist auch schon gekommen. Und da habe ich halt gehört, dass die Polizei ihr gesagt hat, es tut mir leid, wir haben sein Handy durchgesucht, aber da ist nichts. Der ruft euch nichts an, ihr bildet euch was ein. Also ich glaube, das ist so eine Kombination von einer schlechten Vergangenheit plus sie ist jetzt paranoid. Aber auf jeden Fall, weil ich halt mega Angst habe die ganze Zeit wegen, keine Ahnung, weil ich ein Schisser bin, bilde ich mir die ganze Zeit so Sachen ein und ach, nee. Also das ist so der einzige Punkt, wo ich Angst hatte, weil die ersten zwei, drei Male, wo das passiert ist eben, dass sie so voll komische Sachen vor der Tür gemacht hat und dass sie mir das erzählt hat, da hatte ich wirklich so Angst. Ich wollte wirklich ausziehen, aber ausziehen in Frankreich und in Paris möchte ich mir wirklich nicht nochmal geben. Also ja, ich bin ja eigentlich ganz froh mit meiner Wohnung. Was gefällt dir am meisten am Pariser Leben? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich muss meine Wimpern tuschen, aber ich kann nicht meine Wimpern tuschen und reden. Aber egal, ich versuch's. Das ist eine sehr interessante Frage, weil die meisten fragen mich immer, was ich kacke an Paris finde. Also natürlich die Architektur. Ich finde, es ist so eine schöne Stadt. Also irgendwie überall, wo man hingeht, ist es schön. Und dass man hier so viel machen kann. Man hat so viele Museen. Auch wenn ich nicht wirklich was davon gesehen habe. Einfach weil ich meistens nur bei mir zu Hause bin und eben auf der Uni, weil ich wirklich viel zu tun habe. Aber man hat halt die Möglichkeit, immer irgendwas zu machen. Also hier ist so viel Geschichte in diesem Land und in dieser Stadt besonders. Und es ist wirklich super interessant. Was ich auch liebe, klingt total Klischee, aber ich liebe die Cafés. Keine Ahnung, man kann sich immer irgendwo hinsetzen. Also hier wimmelt es ja nur an Cafés. Ich habe das Gefühl, diese Stadt besteht nur aus Läden und aus Cafés. Aber ich finde es schön, dass überall so viele Cafés sind, weil, wie gesagt, man kann halt immer sich hinsetzen und irgendwie ist es auch schön, so die Stadt und die Leute zu beobachten. Oh Gott, welche Ausgaben ich wöchentlich in Paris habe. Leute, ich möchte es ehrlich gesagt nicht wissen. Ich werde aber, wenn mein Kalender rauskommt, für die, die es auf Instagram auch noch nicht gesehen haben, ich bringe den Planer raus. Ich habe da so Expenses und Income-Seiten drin und ich möchte auf jeden Fall anfangen zu tracken, weil ich gebe wirklich ein bisschen dumm mein Geld aus. Also eher für so Essen gehen, weil ich habe kaum Zeit zu kochen. Das ist richtig schlimm. Ich habe wirklich kaum Zeit zu kochen und dann bestelle ich immer oder ich gehe halt essen. Übrigens benutze ich jetzt schon seit gestern. Das ist das einzige Produkt, was ich schon benutzt habe von Glossier, diesen coconutbalm.com. Ja, ich habe den in diesem Peach-Ton, aber das ist halt gar keine Farbe. Aber das ist mega schön pflegend. Also ist ein toller Lipbalm, kann ich euch empfehlen. Ich kann euch nicht sagen, was meine Ausgaben genau sind. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass ich immer im Plus bin und dass ich nie über mein Einkommen ausgibt. Das ist eine sehr interessante Frage und zwar deine Meinung zu Emily in Paris. Inwieweit sind Franzosen oder beziehungsweise Paris wirklich so? Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich habe Emily in Paris auch durchgesuchtet und ich habe sie ja damals beim Dreh gesehen, weil die ganze Serie wurde eigentlich bei mir in der Nähe gefilmt. Also das wurde alles im Quartier Latin gefilmt, was ich irgendwie cool finde, weil jetzt, wo ich hier lebe, weiß ich, wo all diese Boulangerie ist, also wo die Bäckerei ist, wo das Restaurant ist. Ich wollte halt mit einer Freundin einmal in dieses Restaurant essen gehen und dann war da einfach der Dreh. Ich muss ehrlich sagen, also es ist schon mal gar nicht realistisch irgendwie, dass sie da, wie sie angezogen ist. Also sie ist natürlich Amerikanerin, da kann ich mich nicht drauf beziehen, aber soweit ich Amerikaner verfolge, sehen die halt nicht so aus. Keine Ahnung, da jeden Tag so aufgetakelt zu kommen, ich weiß nicht, ob das so die Realität ist, besonders weil ich das Gefühl habe, dass Marketing Agencies in Frankreich, auch in Deutschland, aber in Frankreich viel mehr low-key sind. Und sonst habe ich schon auf Instagram eben erwähnt gehabt, dass ich das bisschen übertrieben finde, wie die halt sagen, dass Franzosen halt so mega unfreundlich wären. Weil ich habe hier nur gute Erfahrungen. Also ich finde, die Leute sind wirklich immer super nett. Man kann sich immer mit denen unterhalten. Aber dann habe ich mich ein bisschen mit euch so exchanged, eure Meinung dazu bekommen. Und so viele von euch haben mir gesagt, dass sie halt schlechte Erfahrungen mit Franzosen gehabt haben, besonders in Paris, nur weil sie eben kein Französisch gesprochen haben. Und das kann ich mir schon vorstellen. Also Leute, die Franzosen sind halt wirklich nicht so stark im Englischen. Also ich würde da schon sagen, dass das deutsche Niveau viel, viel, viel höher ist. Die meisten sprechen ja auch nicht wirklich Englisch, wenn man so in Läden geht oder halt eben so ein bisschen gebrochener. Und dann kann ich schon verstehen, wenn die ein bisschen schlecht gelaunt rüberkommen, aber ich finde, das ist schon ein bisschen übertrieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der perfekt Englisch spricht, also wie diese Sylvie in der Serie, dass die dann so unfreundlich ist. Aber das mit dem Rauchen, mit immer auf den Terrassen sitzen, immer was trinken, das stimmt total. Also das ist so true. Wie gesagt, hier hat man eigentlich überall Terrassen, also wirklich überall. Und
Was auch sehr war, ist Administration und generell die Work Ethic. Sie ist ja da damals um 8 aufgetaucht und der war so, we are starting at 10. Und das ist so true, Leute. Ich habe das Gefühl, hier arbeiten die Leute viel weniger. Natürlich ist das bestimmt nicht wahr, aber was die Administration angeht, ist es dieses Land wirklich ein bisschen kritisch. Ach so, ja, ihr Apartment, das hat mich so aufgeregt. Er war so, welcome to your chambre de bonne. Und chambre de bonne ist eigentlich das Zimmer, was früher die Hausmädchen belegt haben oder heute sind es halt meistens Au-pairs. Das ist so ein kleines Zimmer über einem ziemlich großen Apartment, halt früher für die Hausmädchen. Und Chambre de Bonne haben normalerweise 9 Quadratmeter oder so. Sie sind richtig, richtig klein. Ihr Apartment war wirklich kein Chambre de Bonne. Das ist ein Apartment, was sau viel Geld kostet, wahrscheinlich jeden Monat. Und das war keine Chambre de Bonne. Aber der Ausblick, also die meisten Chambre de Bonnes haben halt einen guten Ausblick, weil die meistens einfach eine Etage über den sehr großen, teuren Apartments waren. Und das ist oft mit Blick auf Eiffelturm oder so. Honest Opinion über das Pariser Studentenleben. Also ich kann das jetzt nur über mich sagen und über das Jurastudium und mit den Leuten, mit denen ich so in Kontakt bin. Also wenn man hier wohnt, ist es schon richtig cool, weil man halt die Stadt entdecken kann. Aber ich muss auch sagen, ich kann die Stadt nicht so viel entdecken. Also ich habe halt nicht so viel Freizeit eben. Also ich finde besonders das Jurastudium und auch das Medizinstudium, wenn ich so mit meinen Freunden vergleiche, wir haben halt extrem viel zu tun. Kaum Freizeit, immer am Lernen. Und ja, ich kann mal einen Nachmittag irgendwie in ein Museum gehen, aber dann muss ich mir das schon so einplanen, dass ich so viel die anderen Tage mache, dass ich diese Auszeit, die ich mir nehme, irgendwie reinbekomme. Also die Tage müssten eigentlich jeden Tag von 8 bis 6, 7, 8 Uhr Arbeit sein. Auch wenn ich da nicht immer Vorlesungen habe, ich arbeite halt immer daran. Also ich kann halt nicht so viel vom Studentenleben profitieren. Und was ich auch sagen kann, ist, dass ich halt sehr wenig Party gemacht habe. Natürlich wegen Corona hatte ich nur ein paar Monate, wo ich Party machen konnte. Aber auch dann habe ich wenig Party gemacht, weil erstens mir war mein Schlaf wichtiger und ich musste am nächsten Tag arbeiten. Zweitens ist die Partyszene in Paris so teuer. Man bezahlt teures Eintrittsgeld. Dann kommt man meistens nicht rein, weil man muss immer schön angezogen sein und die richtigen Leute kennen, bla bla bla. Und dann ist es auch noch scheiße. Und die Getränke kosten 20 Euro und dann habe ich einfach keine Lust, feiern zu gehen. Also so geil ist das Studentenleben eben nicht. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich bin super dankbar, dass ich hier bin. Aber ich bin halt hauptsächlich wegen meiner Education hier. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich eine sehr, sehr gute bekomme. Viele haben mich über meinen Sport gefragt. Momentan mache ich Low-Intensity-Workouts morgens, wenn ich aufstehe, wenn ich motiviert bin. Aber ja, das sind meistens nur 20 bis 30 Minuten Workout, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn ich das mache. Also ich bin sehr stolz auf mich, dass ich überhaupt irgendwas mache, weil wie gesagt, stressige Zeit, viel Arbeit, aber ich versuche jeden Tag mindestens 10 Minuten was Gutes für meinen Körper zu tun. Sei es mich zu stretchen oder ein kleines Workout, aber das sind meistens halt eben Low-Intensity-Workouts, also oft halt eben ohne Springen und wenig Cardio, aber ich bin mehr als zufrieden damit. Ich habe schon so oft die Frage beantwortet, was meine zweite Idee fürs Studium war, also wenn es halt nicht Jura geworden wäre. Ich wollte eigentlich als erstes Geografie studieren, aber warum ich jetzt Geografie nicht studiert habe, habe ich ausführlich in anderen Q&As beantwortet. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Glaubst du, man kann neben dem Jurastudium arbeiten? Klar glaube ich das. Ich arbeite ja eigentlich auch nebenbei mit YouTube, aber das ist halt, sagen wir mal, das ist viel flexibler und chilliger als jetzt richtig festarbeiten, das möchte ich schon sagen. Also so fix arbeiten ist viel, viel anstrengender, würde ich sagen, als YouTube. Einfach weil man halt sich da nicht aussuchen kann, wenn man arbeiten kann. Klar kann man das. Es hängt aber, glaube ich, richtig davon ab, wie das Schulsystem ist, weil zum Beispiel in Frankreich, also ich kenne natürlich Leute, die arbeiten, aber in Frankreich finde ich das sehr, sehr, sehr schwer, weil wir haben ein sehr kurzes Jahr von September bis Mai, aber von September bis Mai lernst du nonstop durch. Du hast immer Hausarbeiten abzugeben, jede Woche und du hast Examen und du hast nicht mal Semesterferien. Also ich bin fertig mit meinem Examen vom ersten Semester im Januar. Ich habe ein Wochenende und montags fängt das zweite Semester an. Und die Ferien, die ich habe, sind Lernferien, weil ohne die würde ich komplett wegfliegen und ich hätte gar keine Zeit, den Stoff einmal zu wiederholen, bevor ich halt im Dezember wirklich mit dem Lernen anfange. Aber zum Beispiel in Deutschland weiß ich, dass das Studium, also ich sage jetzt nicht, dass es einfacher ist. Ach, ich möchte nicht vorgeworfen werden, dass ich jetzt mein Studium wieder schwerer darstelle. Ist es nicht. Aber in Deutschland, zum Beispiel beim Jurastudium, habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen länger gezogen ist. Also das Jahr ist länger. Heißt nicht, dass es einfacher ist, aber es ist so ein bisschen mehr Zeit zwischen den Semestern zum Beispiel. Man hat Semesterferien, ja, man muss Hausarbeiten schreiben, aber you know, es ist irgendwie
mehr Zeit, es ist wahrscheinlich die gleiche Menge an Stoff, aber einfach mehr Zeit gelassen. Und da kann ich mir irgendwie mehr vorstellen, dass man arbeiten kann, weil ich habe auch schon mit manchen von euch gesprochen und sie haben mir auch gesagt, dass sie neben der Uni arbeiten. Alles ist möglich, wenn man sich richtig organisiert. Und dann noch die letzte Frage, und zwar mein Lieblingsautor momentan. Momentan liebe ich Ferdinand von Schirach. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber schaut euch die Bücher mal an, die sind alle super. Ich liebe Strafe. Ich lese gerade, das Buch heißt Die Würde ist antastbar. Sehr interessantes Buch, mag ich sehr gerne. Sehr anderen Style, aber mag ich wirklich sehr gerne. Und sonst mag ich Mona Kasten. Also ich bin eigentlich eher das Girl, das so Girly-Bücher liest, Liebesgeschichten und so. Und Mona Kasten mag ich sehr gerne. Das war's mit diesem kleinen Style-In-Talk. Ich wollte euch ein kleines Live-Update geben, mal ein bisschen was anderes als Vlogs. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich auch dann beim nächsten Video. Ciao, ciao!